So, liebe Leute, da sind wir wieder. Ihr auch. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt unvergessliche Begegnungen. Was fällt euch dazu ein? Was war für euch in eurem Leben eine wirklich unvergessliche Begegnung? Das kann zum Beispiel sein, ja, die Liebe auf den ersten Blick. Das kann ein besonderer One-Night-Stand sein. Das kann ein krimineller Vorfall sein. Aber es kann vielleicht auch eine übersinnliche Erscheinung sein, von der ihr sagt, das war eine unvergessliche Begegnung für mich und hat mein Leben sehr entschieden geprägt. Also, wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 5050, die kostenfreie Telefonnummer, oder mail domian@wdr.de. Wenn ihr meldet, bitte die Telefonnummer, eure Telefonnummer in die Mail reinschreiben. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Madeleine und Madeleine ist 62 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo Domian. Guten Morgen. Schön, dass du da bist, Madeleine. Du, ich freue mich auch, dich mal wieder zu sprechen. Um was geht's bei dir? Also, bei mir ist das so, ich hatte vor 18 bis 20 Jahren eine Begegnung mit einem wildfremden Menschen. Ich kannte den nicht, ich begegnete ihm auf einer Tankstelle und hatte bezahlt und wollte wieder zu meinem Wagen. Und in der Tür begegnete ich einem Mann, der mir, wie gesagt, wildfremd war. Und wir blieben wie angewurzelt stehen, starrten uns durch unsere Sonnenbrillen an. Wir hatten also nicht mal Augenkontakt. Und dann sah ich so verrückt, das klingen mag, zwischen uns so in der Höhe des Solarplexus. Das heißt? Eine Lichtkugel. Das heißt? Solarplexus, was ist das? Das ist so die Mitte vom Körper. Da haben wir so den Solarplexus. So nennt man das. Weiter unten, so etwas oberhalb des Schnabels. Ja. In dieser Höhe war eine Lichtkugel und dieser Mensch war mir so vertraut, wie nie ein Mensch davor oder danach. Was heißt, da war eine Lichtkugel? Ich habe diese Lichtkugel gesehen. Du hast die gesehen? Ja. Bei ihm? Ja. Es gibt ja auch, mir fiel vorhin noch ein, es gibt ja diesen Spruch, da schlug der Blitz ein. Ja. Aber so war es nicht. Das war eine richtige Kugel. Aber das hast nur du gesehen? Das weiß ich nicht. Also da der Mann ebenso erstarrt stehen blieb und mich anstarrte, denke ich, der muss ein ähnliches Phänomen erlebt haben. Was ist denn dann weiter passiert? Es ist nichts passiert. Es ist nichts passiert? Nein, wir waren wie gelähmt, starrten uns an. Und das Verrückte ist, dieser Mann war mir so vertraut, da war so eine Wärme, so eine extreme Nähe. Und ich dachte, wo warst du so lange? Ich hätte den am liebsten umarmt, aber es war mir nicht möglich. Es war mir nicht möglich. Wie ist die Situation denn dann wieder auseinandergegangen? Irgendwann, ich kann auch nicht mehr sagen, wie lange wir da standen, habe ich mich dann zur Richtung meines Autos begeben, setzte mich hinter das Steuer, mein Sohn saß noch im Wagen und da ich noch nicht losfahren konnte, ich war völlig irritiert. Ich saß da und dann kam dieser Mann raus, setzte sich in seinen Wagen, da saß auch noch eine Frau auf dem Beifahrersitz. Dann fuhr dieser mir völlig fremde Mensch ganz langsam im Schritttempo vorbei und starrte zu mir rüber, bis wir keinen Blickkontakt mehr haben konnten. Aber dann nicht mehr mit Sonnenbrille? Nie wieder. Aber glaub mir, das beschäftigt mich heute noch. Dann, als er an dir vorbeifuhr, da hat er die Sonnenbrille nicht mehr auf? Doch. Doch, auch noch. Wir hatten keine Sekunde Augenkontakt. Und das ist auch das, was ich so verrückt finde. Wenn man nicht mal einen Augenkontakt hat, muss ich so in der Tat so eine Magie einstellen. Ja. Also, es war eine völlig zufällige Begegnung. Ja. Ne? Eine völlig zufällige Begegnung. Aber diese Vertrautheit, dieses Gefühl, ich kenne diesen Menschen bis in sein Innerstes. Das scheint dich ja wirklich so beeindruckt zu haben, dass du heute nach so vielen Jahren noch mit so einer Empathie darüber erzählst. Ja. Gab es irgendwann mal so ein Bedauern, dass du dir überlegt hast, Mensch, hätte ich den noch mal angesprochen, in ein Gespräch verwickelt? Oder? Ja, immer wieder. Ich denke immer wieder in Abständen an diese Begegnung und denke,
war das nicht möglich, diese Situation zu beherrschen. Ja. Aber vielleicht geht das wirklich nicht in so einem Moment. Das kann und sein, was ja. war das überhaupt? Mhm. Auch diese Lichterscheinung, die ich da gesehen habe. Mhm. Also ich bin nun wirklich keine Frau, die so auf dem Esoterik-Trip ist. Mhm. Aber ich habe es wirklich gesehen. Es machte Boff und dann war diese Lichtkugel da. Hat dieser tiefe Eindruck irgendeine Folge für dein Leben gehabt? Nee, das nicht, aber es beschäftigt mich immer wieder gedanklich. Also war das denn damals eine Zeit, als du ihm begegnet bist, warst du in einer Krisensituation? Nein, das war alles ganz normal. War alles völlig normal. Mhm. Ich war mit meinem Sohn in Frankfurt gewesen, wir hatten einen schönen Tag gehabt. Mhm. Das war alles wunderbar. Da entsteht doch sicher auch so eine Sehnsucht oder so ein Traum, nochmal so etwas zu erleben. Mit einem anderen Menschen vielleicht oder mit gar diesem Menschen. Also ich wünsche mir heute ab und zu noch, man sagt ja, man begegnet sich immer zweimal im Leben. Es würde noch passieren. Mhm. Und ich sagte vorhin deiner Mitarbeiterin am Telefon, irgendwo habe ich so im Hinterkopf, wer weiß, vielleicht hört dir die betreffende Person heute zu. Aber das ist natürlich Illusion. Aber es hat auf mich einen ungeheuren Eindruck hinterlassen und es beschäftigt mich heute immer noch. Ein mir befreundeter Psychologe meinte, man denkt ja sofort an Reinkarnation. Wenn das so. Also diese Vertrauen, ich kann nur sagen, kein Mensch stand mir je so nah, weder meine Eltern, weder mein Ehemann, mein Ex-Ehemann, nicht mal mein Sohn. Ich wollte gerade sagen, selbst dein Sohn nicht. Das ist ja schon eine gewaltige Aussage, die du da machst. Da stehst du für einige, wie lange habt ihr gegenübergestanden? Ich kann es nicht einschätzen. Also man hat da kein Zeitgefühl. Ja, eine relativ kurze Zeit auf jeden Fall. Nicht lange, wie vielleicht 30 Sekunden. Ja, so habe ich es auch verstanden gerade, wie du es erzählt hast. So, und dann sagt man hinterher, dieser Mensch stand mir näher als meine Eltern, mein Mann und gar meine Kinder, mein Sohn. War mir vertrauter. Als vertrauter, als ja. Irre finde ich das. Ja. Absolut verrückt. Also, das ist klar, dass ein das wenn man davon so überzeugt ist, wie du es jetzt gerade geschildert hast, denkt man natürlich schon an irgendeine übernatürliche Verstrickung, irgendwas. Sonderbar, Was auch immer sein mag. Man kann es ja nicht erklären. Ja, man kann es nicht erklären. Interessante Geschichte, Marlene. Danke, dass du angerufen hast. Also sollte jemandem was Ähnliches passieren, Leute, reagiert. Oder sollte, reagiert. Oder vielleicht reagiert ja dieser Mann, wenn der ja heute Abend zufälligerweise zugehört hat. Ach naja, ich bin ja inzwischen eine alte Frau. Naja, darum geht's ja nicht. Darum geht's ja nicht. Das ist mal. Liebe Marlene, danke für deinen Anruf und alles Gute. Dir auch. Dankeschön, tschüss. Unser Thema, ihr Lieben, heißt unvergessliche Begegnungen. Ich möchte gerne mit euch reden über Menschen. In der meisten Zahl werden es wahrscheinlich Menschen sein, die euch begegnet sind, die einen großen und tiefen Eindruck auf euch hinterlassen haben, im positiven wie im negativen Sinne. Aber es kann ja auch etwas anderes sein als vielleicht ein Mensch. Es kann ja auch im weitesten Sinne eine Erscheinung sein, dass ihr sagt, das ist eine unvergessliche Begegnung gewesen. Die hat mein Leben radikal verändert oder mein Denken radikal verändert. Auf jeden Fall mich sehr beeindruckt, so wie Madeleine es gerade auch erzählt hat. 0800 220 50 50. Jetzt bin ich verbunden mit der Julia. Julia ist 25 Jahre. Hallo Julia. Hallo. Hallo. Ja, was ist es bei dir für eine Begegnung, Julia? Ja. Ich hoffe, dass der Mann nicht zuhört. Es geht um einen Mann. Es geht um einen Mann? Und zwar ist es so meine beste und Erfahrung oder Begegnung, aber auch zugleich meine schlimmste. Und zwar fängt es an, als ich 16 war, da hatte ich einen Hauptschulabschluss hinter mir und habe so ein soziales Jahr im Praktikum gemacht. Mhm. Und dann kam eines Tages eine Familie mit der Tochter in den Kindergarten und ich habe den Mann gesehen. Es war ein toller Journalist, der da aufgetreten ist, so 50 Jahre alt. Mhm. Und der hat mich so beeindruckt, dass ich gedacht habe, den Mann muss ich näher kennenlernen. Und ich habe dann alles dran gesetzt, dass ich da auch die persönliche Babysitterin von der Tochter werde, was dann auch geklappt hat. Ach so, also du hast den Kontakt gesucht. Mhm. Genau, weil ich irgendwie im Gefühl hatte, dieser Mann bringt was ganz Besonderes für mich. Jetzt nicht so verliebt schon gleich, sondern irgendwas. Ja, ich wollte fragen, war es so eine auch erotische Attraktion, die von dem Mann ausging? Alles. Auch? Ja. Ausstrahlung, alles so alles. Rundherum, das ganze Programm.
Genau. Toller Typ, sah toll aus, hat klug gesprochen. Ja, vor allem ist nicht so die schön, also einfach total durch seine Intelligenz total attraktiv. Ja, wir halten nochmal fest, da warst du 16 und er war um die 50, sagst genau. du. Genau. Ne? Ja. So, dann hast du dich da eingeschlichen in das Haus des Journalisten und dann? Naja, da war er noch mit seiner Frau zusammen und ich habe mich mit der ganzen Familie gut verstanden und er hat mich als erstes so links liegen lassen, weil ich war ja nicht gut genug als Hauptschülerin für seine Tochter da, die Babysitterin zu sein. Das war alles, eigentlich ging das von der Frau aus, mit der ich mich bis heute auch gut verstehe. Mhm. Und aber stopp mal, wenn der so komisch drauf war, dass du nicht gut genug warst, als Hauptschülerin auf seine Tochter aufzupassen, was hat denn die Attraktion, mal abgesehen von seinem Äußeren, bei dir ausgemacht, dass du den so klasse fandest? Mich hat die Bildung fasziniert, und zwar er hatte mich einen Topf aufgemacht, an mir zu arbeiten. Also ich wollte, dass er eines Tages sieht, auch als Hauptschülerin, die ist super. Ach so, also ein Ehrgeiz hat der gezündet bei dir. Also ich habe dann auch mein Praktikum abgebrochen und habe dann die Realschule nachgeholt, die Fachhochschulreife, und habe jetzt mein Studium beendet. Oh. Hat denn dieser Mann bewusst dich dazu animiert oder wolltest du ihm gefallen, indem du das gemacht hast? Also wir sind dann, unsere Beziehung hat sich sehr intensiviert. Wir haben dann zusammen, also ich sag immer, da kam ja so der Begriff geistiger Orgasmus. Ja. Also weil das, ich habe sowas erlebt, wie ich eben noch nie erlebt habe. Einfach, wir haben über Themen diskutiert, er hat mich in ganz neue Themenwelten reingeführt. Mhm. Die ich vorher einfach nur nie hatte, und er hat mich irgendwie für Bildung fasziniert. Ah ja, wurde denn dann so eine Liebelei daraus? Ja, also wir haben dann ganz heftig miteinander geflirtet. Ja. Und also vielleicht mal ein kurzes Beispiel, wenn wir zum Beispiel mit der Tochter Barbie gespielt haben und sie da mal mit den Kindern weggefahren ist, dann hat er mal sein Ken auf mich gelegt und hat gesagt, ob ich Kondome dabei hätte. Also so hat es angefangen. Ja. Hattest du welche dabei? Wahrscheinlich nicht. Nee, ich war damals auch noch, also ich war 16 damals, und von so einem Mann, ich hatte total Respekt und alles. Ach, da warst du immer noch 16, als 16, der dich nach den Kondomen gefragt hat. Mhm. Ja. Ja, ist es denn irgendwann dann mal zum... Nee, wir haben also nur uns geküsst. Ja. Also es ging noch dann 8 Jahre weiter. Wir hatten total intensiven Kontakt. Das hast du mal so beiläufig. Es ging dann noch so 8 Jahre weiter. 8 Jahre ging es weiter. Ja. Das heißt, da war immer so eine Erotik mit in der Luft. Ja. Es ist nie wirklich zum Vollzug gekommen. Nee, und der Punkt war, warum es nicht zum Vollzug gekommen ist, das war zum einen, ich war total, also die Familie hat sich dann, oder die beiden haben sich scheiden lassen, das Ehepaar. Mhm. Aber ich habe ja die Tochter auch so geliebt, und die haben so eine kulante Regelung, die beiden gehabt, auch mit der Tochter, da gab es keine Besuchsregelung, alles ganz offen. Mhm. Und ich habe immer gesagt, für das, dass ich mal, sage ich jetzt mal, mit ihm Sex haben möchte oder mit ihm gerne zusammen wäre, war mir das Kind wichtiger, weil ich nie gewusst habe, wie geht es dann aus, wenn das sowas rauskommen würde, nicht, dass ihm dann das Kind genommen wird. Ja, hat denn als er mit seiner Frau noch zusammen war, hat die das mitbekommen? Gar das, nicht. Gar nichts. Also ich bin auch heute mit ihr super befreundet. Ja, so, du würdest sagen, du hast es diesem Mann zu verdanken, dass du dann einen Schulabschluss gemacht hast, dass du studiert hast, würdest du sagen? Nur das Schlimme daran ist, dass ich mich seither nicht mehr in einen anderen Mann verliebt habe, weil ich den täglich eigentlich von morgens bis abends in meinem Kopf habe und an ihn denke und jeden Mann. Und das ist immer noch so. Messe, ja. Habt ihr denn noch Kontakt miteinander? Also ich glaube, ihm wurde das dann auch zu heiß. Ich habe ihm dann, bevor ich studieren gegangen bin, ich bin in einer anderen Stadt, habe ich ihm noch einen Brief geschrieben, habe jetzt nicht so direkt meine Liebe hingeschrieben. Mhm. Und er ist jetzt eher so, dass er hat am Anfang mitgespielt und jetzt geht er mir aus dem Weg und hat mich praktisch dann so stehen lassen. Fallen lassen, kann man so sagen. Was hast du denn studiert? Zu was hat er dich denn hingeführt? Er hat mich zu nichts Besonderes, also nicht zum Studiengang hingeführt. Ich habe Erziehungswissenschaft studiert. Also jetzt nicht, dass er mich zum speziellen Studiengang hingeführt hätte. Also du sagst aber wirklich, wenn du diesen Typ nicht getroffen hättest, hättest du wahrscheinlich gar kein Abitur gemacht und studiert. Ich habe mich damals von meinem Freund getrennt. Das war schon so die Denkweise, ach, Beruf und dann Ausbildung und Kinder. Dieser Mann ist ja jetzt schon fast 70, ne? Der ist 70. Nee, Quatsch, was rede ich? 60 muss er sein, ne? So um die Kante, ja. Und komischerweise, meine Freundin, die arbeitet in dem gleichen Verlag, die sieht ihn noch regelmäßig. Wo er auch arbeitet. Genau, ja. Und es ist so, alle sagen, ja, wie kannst du nur? Und er sieht total alt aus. Und es ist auch nicht mehr so, der sieht auch nicht
wahnsinnig prickelnd aus, aber es ist einfach so, dass der Strahl, ich sehe den mit ganz anderen Augen. Du würdest heute immer noch sagen, okay, ich will mit dem Typ zusammen sein? Weiß ich nicht, er ist ein total komplizierter Typ, aber irgendwie, er hat auf mich eine wahnsinnige Faszination. So, jetzt besteht natürlich die große Gefahr, dass du so geprägt bist von diesem Mann, du hast es ja gerade selbst angedeutet, dass du gelähmt bist quasi, dass du dir gar keine anderen Wege mehr offen gelassen hast, dass du nicht auf andere Männer zugehen kannst, weil alles immer orientiert ist an diesem Mann. Genau. Und da musst du natürlich rauskommen. Ja. Das ist natürlich wirklich eine unvergessliche Begegnung, auch eine lang anhaltende Begegnung. Dieser Mann hat dir Gutes gebracht, aber irgendwo auch Schlechtes gebracht. Ja. Ne? So hast du es, glaube ich, am Anfang andeutungsweise auch gesagt. Jetzt hast du dein Studium beendet, bald, ne? Hast du gesagt? Ja, ich habe es beendet. Du hast beendet? Mhm. Jetzt musst du diesen Mann auch beenden in dir. Ja. Wenn der von ihm aus kommt ja nun offensichtlich auch nichts mehr und er will das nicht mehr. Jetzt musst du dagegen anarbeiten. Mhm. Das geht nur, indem du das bewusst und immer wieder gezielt tust und dagegen denkst. Und jedes Mal, wenn du anfängst zu vergleichen und dich in Fantasien begibst mit diesem Mann, dass du dir das verbietest. Das ist akribische Kleinarbeit, seelische Kleinarbeit, aber nur so kannst du es schaffen. Mhm. Träumst, so in deinen, ich sag mal, jeder Mensch hat ja so kitschige Träume. Hast du solche Träume auch und dann denkst du, ach, ich bin mit ihm zusammen und wir machen Urlaub und wir liegen auf der Wiese oder irgend sowas? Also eher in der Realität, wobei ich eigentlich glaube, wenn ich mir das kritisch betrachte, dass das nicht mehr so viel mit seiner Person zu tun hat, sondern dass ich schon so viel Positives in ihn hereindenke, was er dann in der Realität vielleicht auch nicht darstellt. So, das war schon mal ein guter Weg zur Genesung, wenn man das rational sich so vor Augen führt. Ja. So musst du weitermachen, Julia. Ja. Für keinen anderen Weg dabei. Du kannst ja nicht die nächsten 10 Jahre immer noch in der Fantasiewelt dieses Menschen, mit diesem Menschen leben. Ja. Ne? eine unvergessliche Begegnung. An diesem Mann wirst du dein Leben lang nicht vergessen. Nee, wahrscheinlich nicht. Niemals, ne? Ja. Genau. Das verstehe ich. Danke für deinen Anruf. Okay, danke. Alles Gute. Tschüss. Unvergessliche Begegnungen, ihr Lieben, das ist unser Thema heute Nacht. Hattet ihr mal eine solche unvergessliche Begegnung, die euch wirklich niemals aus dem Kopf herausgehen wird? Wenn ja und ihr gerne darüber sprechen wollt, mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 50 50. Die Rosi ist hier, die Rosi, und die ist 48. Guten Morgen. Hallo. Hallo Rosi. Also erstmal zu deiner ersten Anruferin. Ja. Die hat einen Seelenverwandten getroffen. Meinst du? Ja. Kennst du sowas? Ja. Das merkt man sofort. Die Menschen sind ein Vertrauter. Ohne dass irgendwie eine Kommunikation stattfindet, mit Sonnenbrille sogar, dass es wusch macht und man denkt, das ist ein Mensch, mit dem habe ich ganz viel zu tun. Ja, das ist ein Seelenverwandter, das muss man sich so vorstellen. Die Seele, die lebt ja nicht nur hier auf der Erde, die geht ja wieder zurück in ihren Ursprungsort und da hat die ihre wahre Familie. Und die Seelen, die gehen dann wieder ja runter. Und wenn du so eine Seele hier triffst, das merkst du sofort. Wollen wir mal hoffen, dass deine Theorie stimmt. Ja. Wissen wir ja alle nicht. Ja, darum geht ja auch mein Thema. Und zwar geht es bei mir um eine Begegnung mit einer erdgebundenen Seele. Mit einer erdgebundenen Seele? Was so ist denn das? So nennt man Verstorbenen, die nicht den Weg in den Himmel oder andere Welt oder wie man das nennen möchte, gefunden haben. Ach so, das sind arme Verstorbene, die auf der Erde rumgeistern. Ja. Und die dürfen nicht irgendwo anders einkehren. Warum nicht? Die sind nicht zurückgegangen. Und wenn die nicht direkt zurückgehen, dann finden die nicht so schnell wieder zurück. Ist das eine Strafe? Ist das eine Strafe, dass sie auf der Erde bleiben? Nein, das sind meistens Menschen, die plötzlich verstorben sind und gar nicht mitgekriegt haben, dass sie tot sind. Was du alles weißt. Ja, ich habe mich dann sehr ausführlich mit dem Thema beschäftigt. Und zwar sind wir in ein Haus gezogen. Mhm. Und dann dort wohnte so jemand. Eine erdgebundene Seele. Ja, und die konnten mein Mann und ich, Gott sei Dank auch mein Mann, wir konnten die, wenn wir gut drauf waren, das heißt, wenn wir sehr in uns ruhten und ruhig waren, nicht so sehr mit der Außenwelt beschäftigt waren, dann konnten wir die auch sehen. Ach. Und das muss man sich vorstellen, wie bei Raumschiff Enterprise, wenn die gebeamt werden, die flimmern ja dann so silbern, aber der war grün-blau.
Also das flimmerte so. Umrisse eines Menschen, aber nicht wie äußerlich wie ein normaler Mensch, sondern auch nicht durchsichtig und dann so grün-blau war der. Und konntest du, oder konntet ihr beide habt das ja gesehen, konntet ihr die Gesichtszüge auch wahrnehmen? Nee, Gesichtszüge hatte der nicht. Hatte der Augen? Nee, also das haben wir nie gesehen. Wir haben den nur vom Weiteren gesehen und zum Beispiel wir saßen im Wohnzimmer und er ging die Treppe dann hoch. Achso, man hat ihn nur von hinten gesehen oder Seite? Ich habe den größtenteils nur von hinten gesehen, ja. Ja. Hat er irgendwas getan? Hat er sich irgendwie geäußert? Geäußert leider nicht. Ich hab's probiert. Du hast ihn gerufen? Ich habe versucht, mit ihm zu reden, ja. Wie macht man das? Was sagt man dann? Hallo, erdgebundene Seele, oder? Hallo, wir wohnen jetzt hier, hallo. Wer bist du? Ne, ganz, natürlich, so fragt man. Ich war ja damals auch total naiv und wusste damit überhaupt nichts. Na, höre mal, wenn ich in ein fremdes Haus ziehe und ich mir vorstelle, ich sitze da auf dem Sofa und plötzlich geht da so eine seltsame Gestalt durch die Luft, da sage ich aber alles andere als Hallo. Ja, man muss dazu sagen, also ich bin mit so ein paar Fähigkeiten auf diese Erde gekommen. Ja? Dich erschreckt das gar nicht so? Nee. Ach so. Und ich war einige Zeit vorher bei einer wirklich sehr guten Astrologin, die das auch mehr hobbymäßig macht als kommerziell. Und ich bin einfach hingegangen, weil ich dachte, jetzt wirst du verrückt. Mein Mann hat auch schon gedacht, jetzt wird die Alte verrückt. Ich hatte schon als Kind meine Fähigkeiten gelebt und haben meine Eltern immer gesagt, hör auf, du bist verrückt. Ja? Ich verstehe, du warst schon vertraut mit dieser Thematik, deshalb hatte ich das nicht so geschaut. Mit der Thematik erdgeborene Seele war ich theoretisch vertraut. Mhm. Wie ging das denn dann weiter in dem Haus, dieses Wesen, tauchte das öfters auf? Ja, den haben wir öfters gesehen. Der hat auch zum Beispiel, mein Sohn, der war ja noch klein, wir hatten im Wohnzimmer so eine Affenschaukel zu stehen. Mhm. Und wenn wir da drin saßen, hatte ich ihn auf dem Schoß, plötzlich schubste mich jemand an. Ne? Fingen wir an zu schaukeln. Ach. Also, er war sehr nett, muss man dazu sagen. Oder als mein Kind anfing zu laufen und der fiel hin, da dachte ich, ich war weiter weg. Oh Gott, jetzt schlägt er sich den Kopf in der Heizung auf. Mhm. Ein Kind von 13 Monaten, wenn der nach vorne fällt, der kann nicht plötzlich von alleine zur Seite fallen. Und der fiel plötzlich zur Seite. Also ein guter Geist. Das war ein guter Geist, aber trotzdem, er nervte. Inwiefern? Inwiefern, dass ein fremder Mensch bei uns im Haus wohnte. Ja, ich denke gerade an so ganz praktische Dinge. Wenn man schon mal aufs Klo geht, hat man dann nicht denn die Angst, der Geist guckt einem jetzt zu? Oder bei noch anderen Sachen, die man so macht? Das war mir ehrlich gesagt egal. Das war egal. Der war aber auch ein sehr lieber Netter. Weiß ich nicht, ob der... Hätte ich auch gemerkt, wenn der dann da reingekommen wäre. Weil ich habe, wenn ich ihn nicht gesehen habe, zumindest habe ich ihn gespürt. Also es war kein Spanner. Nein, das war ein sehr netter. Wie lange habt ihr in dem Haus gewohnt? Da haben wir 2 Jahre drin gewohnt. Und die ganzen Jahre war der auch drin? Nein. Plötzlich reichte es mir. Und dann habe ich meine Astrologin angerufen, die sich auch mit diesen Themen beschäftigt und auch so ein bisschen Fähigkeiten hat. Mhm. Und da habe ich sie gefragt, was kannst du machen? Mhm. Und ich habe einen sehr guten Kontakt, wenn man so will, zur Anderwelt oder zum Himmel oder Du? Ich, ja. Ja. Hm. Also zum Beispiel nachfragen, wenn irgendwelche Sachen sind oder... Wir wollen hier ausschweifen. Ja. Was konnte man machen gegen den Erdgeist? Nicht Erdgeist, gegen Erd... Ich habe dann plötzlich eines Tages meinem Mann gesagt, so, der muss weg. Und da ist eine Eiseskälte auf mich zugekommen. Mhm. Und dann habe ich um Hilfe gerufen. Und dann schob sich eine sehr große Wärme dazwischen. Mhm. Und dann war der weg. Der war weg. Er war einfach weg. War denn das was Gutes jetzt für ihn oder was Schlechtes? Das war was Gutes für ihn. Weil ist er jetzt da, wo er hingehört? Weil du gesagt hast, ich will ihn nicht mehr hier haben. Nee, dann kam, also wir sind ja nicht alleine hier auf der Welt. Ne? Also, ja, sagst du. Es gibt ja noch ein bisschen mehr. Bloß in Deutschland ist das leider nicht so bekannt. Zum Beispiel kleine Kinder bis zu ihrem 3. Lebensjahr, die sprechen noch mit ihren Schutzengeln. Die können die ja noch sehen. Ah, du, also... Bleiben wir noch mal kurz bei diesem Geist. Das war schon auch eine sehr, sehr gravierende Begegnung für dich. Ja, ja dadurch, seitdem habe ich dann mehrere getroffen. Ach so. Die auch so eine Mitbewohner, wenn wir das mal so haben, zum Teil auch gar nicht so nett, ne? Ja. So Sachen weggenommen, die haben sie dann verbuddelt im Garten wiedergefunden. Ja. Die Tiere total verstört. Aber oder wie eine ältere Frau, eine Anruferin, der ist ja sogar richtig auf die losgegangen.
Wie hattet ihr vor ein paar Wochen? Wenn du sowas Leuten erzählst in deinem Bekanntenkreis, Freundeskreis. Die wissen das. Nehmen die dich ernst? Ja. Ja. Oder gibt es auch welche, die sagen, Mensch, die Rosi, die trinkt vielleicht manchmal. Nee, die kennen mich ja. Die wissen ja, dass ich normalerweise, was heißt normalerweise, was ist normal, muss man dazu sagen. Ja. Ne? Also, wenn du meinst, du nimmst, meine anderen Hobbys sind Kochen und Nähen. Ja, das ist ja ganz irdisch. Das brauche ich, um mich abzuheben. Ja. Hast du denn selbst auch einen Schutzengel? Jetzt hat jeder. Hat jeder. Ja. Siehst du denn deinen Schutzengel manchmal auch? Nein, leider nicht. Sprichst du mit deinem Schutzengel? Ja. Aber du weißt nicht, wie er heißt? Doch, von zweien weiß ich's. Den dritten leider noch nicht. Ach, du hast drei Schutzengel sogar? Ich habe drei. Woher weißt du das? Da habe ich nachgefragt. Ach so, wo fragt man denn danach? Dann würde ich immer nachfragen. Da möchte ich jetzt nicht ganz so drauf eingehen, wenn das dann welche nachmachen, die können sich dann sonst was ins Haus holen. Okay, ich will dich auch gar nicht vertiefen. Auf jeden Fall, wie war die Formulierung? Erdgebundene Seele. Ja, also die Engländer sagen ja Ghost dazu. Diese würden zu mir sagen, ich bin Ghostbuster. Ja, das klingt ja schon wieder ein bisschen albern. Ja. Ghostbuster so nach Hollywood. Das heißt Geisthelfer. Ja. Ne? Ja. Also es sind die den Geistern helfen, dahin zu kommen, wo sie hingehören. Ja. Bloß die, was die aus den Filmen daraus machen, dieses Reißerische und so weiter und so fort, das stimmt überhaupt. Also ein unerschöpfliches Thema ist das. Interessant auch mal jetzt diesen Aspekt gehört zu haben von dir. Insofern bedanke ich mich sehr, dass du angerufen hast, Rosi. Ich habe eine Bitte, wenn ihr so eine Fälle habt, die könnt ihr ruhig an mich dann weiter... Sag's nicht so laut, sonst hast du ganz viel zu tun demnächst. Das macht nichts. Ja, okay, wenn du es möchtest, sehr gerne, machen wir das, ja? Ja, also auch so wie eben gerade die Anruferin, die überhaupt nicht weiter wusste mit dieser Begegnung. Okay, das ist ein Angebot. Ja. Wir haben es gehört, wir nehmen es zur Kenntnis. Ich werde weiterhelfen. Sehr gerne. Weil ich habe mich wirklich dann, ich bin nicht der Typ, der sich Sachen angelesen hat, sondern ich habe das immer erst alles praktisch erfahren und dann kamen mir die Bücher, die mir das bestätigt haben. Gucken wir mal, was raus wird. Ja, gut. Ich danke für deinen Anruf. Gut. Wiederhören. Jetzt wird mir ganz gruselig. Ich muss mich ja mal ein bisschen umgucken, ob hier jetzt nichts ist. Wenn ich jetzt hier was sehen würde, ihr Lieben, dann würde ich wahrscheinlich vor Schreck hier vom Stuhl vom Hocker fallen. Es ist alles im grünen Bereich, es ist alles ganz normal. Ich sehe keinen Geist und auch keinen Schutzengel. Naja, wer weiß, was noch passiert. Hier ist Heinz Peter. Heinz Peter ist 58. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo. Ja, hallo. Schön, dass du da bist. Was war bei dir die unvergessliche Begegnung? Also, ich war fast 25 Jahre verheiratet. Ja. Und war glücklich verheiratet, habe zwei Kinder. Ja. Meine Frau ist dann allerdings an Krebs gestorben, nach 13 Jahren. Und dann habe ich durch einen dummen Zufall einen Mann kennengelernt. Ich bin mit einer Bekannten in eine schwule Kneipe eingegangen und schaue einem Mann in die Augen. Und in diesem, wie es so heißt, Augenblick hat sich mein ganzes Leben verändert. Da warst du wie alt? Ja, das ist jetzt 2 Jahre her, da war ich 57. Ach so, erst 2 Jahre her? Ja. Ich habe es gerade richtig verstanden, da war deine Frau schon lange verstorben? Nicht lange, also 2 Jahre ungefähr. Ja. Und dann habe ich also jemanden kennengelernt und das hat also mein ganzes Leben verändert. Ich habe mich also in diesem Augenblick so verliebt und er an sich auch. Und du hast dich vorher noch nie in einen Mann verliebt? Sag mal, in den letzten Jahren der Ehe habe ich schon gemerkt, ich war so in einem Bekanntenkreis, wo also auch einige Schwule waren und ich habe schon gemerkt, dass ich auch nicht unempfindlich war, sag mal so. Mhm. Aber hattest vorher keinerlei Erfahrungen? Nein. Gar nichts? Nein. Stock heterosexuell gelebt? Ja. Völlig normal alles? Ja, richtig. Und hast jetzt im Alter von 56, 55 ungefähr festgestellt, dass es auch noch was anderes gibt? Das ist ja abgefahren. Dieser Mann, den du da gesehen hast, hast du ihn angesprochen? Ja, wir haben uns angeschaut und ich meine, die Gefühle waren also gegenseitig. Wie alt war der Mann? Der ist also 9 Jahre jünger gewesen. Ja. Und er kam dann sofort auch an den Tisch und nachdem dann die gemeinsame Bekannte, die dabei war, irgendwie nachher gegangen ist, sind wir uns dann näher gekommen und ja, wir haben also ein halbes Jahr dann auch zusammen gehabt und nur, dass ich dann leider feststellen musste, dass das doch nicht das Richtige für mich war. Nur durch diese Begegnung habe ich also festgestellt, dass ich also weiterhin ein schwules Leben führen wollte. Ach so,
Du hast festgestellt, dass er nicht der Richtige ist, ja, aber richtig. Du hast durchaus durch ihn festgestellt, dass du gerne mit Männern zusammen bist. Richtig, genau. Auch im erotisch-sexuellen Bereich. Richtig. Würdest du heute sagen, dass du schwul bist oder würdest du sagen, dass du bisexuell bist? Ja, und ich muss sagen, also durch diese Begegnung damals, also da wusste ich genau, was ich weiterhin machen würde. Mhm. Ich habe dann auch Anzeichen aufgegeben und mittlerweile seit knapp einem Jahr habe ich jetzt den Mann gefunden, mit dem ich mein weiteres Leben verbringen werde. Gratulation. Danke. Gratulation. Ja. Ist ja nicht so einfach, den oder die Richtige zu finden. Ja, vor allen Dingen, ich meine, ich, wie gesagt, ich habe zwei Kinder. Wie alt sind die Kinder? Die sind 23 und 26. Wie haben die denn darauf reagiert, dass der Papa jetzt zu einem Kerl ankommt? Also ganz toll. Ganz toll? Ja. Ehrlich? Sind das wie junge Mädchen? Wie ist es aufgeteilt? Die Tochter ist 23, Sohn ist 26. Und die haben ohne Bedenken sofort gesagt, super Papa, mach mal. Das hat mich auch gewundert. Haben sie gesagt? Meine Tochter ist relativ flippig und da hätte ich das eigentlich auch nicht anders erwartet. Mhm. Mein Sohn eher ein bisschen konservativ, der sagte schon immer, meinst du nicht, es wäre langsam mal Zeit, dass du dir eine neue Frau suchst? Und da habe ich gesagt, darf so ein Mann sein. Und er sagt, oh, das bin ich aber cool. Ach, ja, da sei aber froh. Ja, da habe ich aber schon andere Geschichten gehört, dass auch von Seiten der Kinder dann richtig Druck gemacht wird und die Kinder es nicht akzeptieren können und so weiter. Das mag natürlich sein, aber ich muss sagen, da habe ich also wirklich echt Glück gehabt. Ne? Definitiv. Wie ist es denn so, bist du stehst noch im Beruf? Ja. Ja? Ja. Darf ich fragen, was du machst? Exportkaufmann. Ja. Ist das da in dem beruflichen Umfeld jetzt auch klar, dass du auf Männer stehst? Sagen mal so, ich hänge mir kein Schild um. Ne? Ja, aber du... Es gibt Leute, die wissen es, genau. Und das ist auch okay dann? Naja, aber wie gesagt, ich gehe nicht hausieren damit. Ne? Aber du hältst es auch nicht gezielt geheim? Nee, wenn ich einen anspreche, also es gibt also auch engste Kollegen, die wissen Bescheid. Ja, wie ist es denn so im Verwandtenkreis? Wie haben die reagiert? Sag mal so, meine Eltern sind tot, meine Schwester ist 77. Hm. Das war für die auch ein gewissermaßen Schock natürlich. Ja, Aber die ist so cool damit umgegangen, auch was mich auch gewundert hat, also... Hm. Fand ich toll. Wenn du jetzt so über dein Leben nachdenkst, kommen da manchmal so Gefühle, dass du überlegst, das ist eigentlich zu spät gewesen. Ich habe viel verpasst früher. Nee. Ich muss sagen, ich habe also 25 Jahre eine glückliche Ehe geführt und war also wirklich sehr zufrieden. Ja. Wie gesagt, auch die Kinder, da ist also wunderbar gelaufen. Also eigentlich ideal. Ist dieser eine Lebensabschnitt gewesen mit deiner Frau und da sind die Kinder auf die Welt gekommen und jetzt hast du einen völlig anderen Lebensabschnitt. Richtig, genau. Wie war denn das früher? Also ich war glücklich in der Ehe, wir haben die Kinder gekriegt. Ja. Da war keinerlei Gedanken an Männer in der Zeit. Nein. Überhaupt nicht. Nee. Erstaunlich. Ja, für mich auch. Wirklich erstaunlich. Aber ich habe persönlich auch mal jemanden kennengelernt, auch in deinem Alter, der eine ähnliche Geschichte, wo ich auch völlig baff war, wie der das so erzählte. Und der mit sich auch im Reinen war, so wie du es gerade geschildert hast, nee, ich habe da nichts versäumt. Das hat alles so seine Richtigkeit. Die Reihenfolge hat seine Richtigkeit. Ja, genau. Ja. Wie gesagt, ich meine, man hat ja in der Beziehung dann also die beiden Empfindungen gehabt. Du hast beide Welten erlebt, ja, genau. Ja, genau. Jetzt wollte ich dich gerade was fragen, habe ich vergessen. Nur ist es weg. Na gut. das wollte ich sagen. Wenn du an diesem Tag nicht in diese Kneipe gegangen wärst, dann? Ja, dann weiß ich auch nicht. Dann wäre gar nichts passiert, unter Umständen. Oder vielleicht wäre es später passiert, man weiß es nicht. Ne? Ich weiß es nicht. Ne? Wie gesagt, also, aber es ist erstaunlich. Also man sagt immer, ein Augenblick. Und das war wirklich ein Augenblick. Ja. Der also mein ganzes Leben verändert hat. Wenn dann so Gedankenspiele sind, wenn du beispielsweise einen Mann kennengelernt hättest, während der Zeit, als deine Frau noch lebte, kann man sich gar nicht vorstellen, was du dann gemacht hättest. Ja, das ist eine gute Frage. Da weiß ich keine Antwort drauf. Mhm. Das weiß ich nicht. Mhm. Also ich weiß, also dieser Augenblick damals, der hat also wirklich mich so aus der Bahn geworfen. Mhm. Wenn das jetzt vorher passiert wäre, weiß ich nicht, ob es mich genau aus der Bahn geworfen hätte. Mhm. Oder ob ich dann irgendwie weitergelebt hätte wie bisher und irgendwie das andere unterdrückt hätte, ich weiß es nicht. Ja. Es ist auch müßig. Es ist jetzt so gelaufen, wie es gelaufen ist. Eben. Und so ist es für dich gut und du lebst jetzt ein glückliches Leben und es sei dir sehr gegönnt. Ja, danke. Schön, dass du angerufen hast. Alles klar. Alles Gute danke weiterhin. Dir. Tschüss. Ciao. Tschüss. Und herzlich willkommen, sage ich jetzt zu Jennifer. Jennifer ist 24. Jennifer. Ja. Hallo Domian. Grüße dich. Schön, dass du da bist.
Ich hatte eine unvergessliche Begegnung mit meinem Freund. Mit deinem Freund? Mit meinem Freund, ja. Und zwar haben wir uns vor 2,5 Jahren ganz zufällig in Krefeld kennengelernt. Und zwar ging es darum, wir sind in die Stadt gefahren. Unterbrechen wir eben kurz, Jennifer. Ja? Hallo? Ja, jetzt bin ich wieder da. Ja. Ja? Ja. Okay, erzähl weiter. Ja, wir haben, also ich bin in die Stadt gefahren, ich habe 2 Kinder, ich hatte auch eine sehr schwere Zeit hinter mir, ich bin mit 18 Mutter geworden und habe auch keine Eltern mehr, die haben sich von mir abgewandt und bin dann in die Stadt gefahren und habe meine Dinge erledigt, bin dann zu der bekannten Imbisskette gegangen und habe die Tür aufgemacht und ein Licht erstrahlte plötzlich. Und alles wurde ganz hell und ich sah nur die Augen von meinem Freund und mein Freund sah mich an und wir konnten es nicht glauben, wir haben uns verliebt, es hat ein Blitz eingeschlagen. Ach Moment, da war es noch nicht dein Freund. Da war es noch nicht. Da war das ein wildfremder Mensch. Da war es noch ein wildfremder Mensch. Ach so. Genau. Wir kannten uns nicht, wir kannten weder unseren Namen noch irgendetwas anderes von uns. Ja, und er ist dann gegangen, ich bin dann meinen Weg gegangen und urplötzlich standen wir uns wieder gegenüber. Ich kann dir also nicht erklären, warum und weshalb, wir standen uns wieder gegenüber. Mhm. Und er traute sich nicht, mich anzusprechen und wir sind dann weiterhin unsere Wege gegangen und er überlegte hin und her und wusste nicht, was er machen sollte, habe ich hinterher erfahren. Und wie es der Zufall so will, sind wir dann wieder unsere Wege gegangen und wieder sind wir uns über den Weg gelaufen und es hat wieder geschimpft. Wann seid ihr euch wieder über den Weg gelaufen? Anderen Tag? Am selben Tag. Innerhalb von einer halben Stunde ist das Ganze passiert. Innerhalb eines Ortes, einer gewissen Umgebung? Einer gewissen Umgebung im Umkreis von 500 bis 800. Wirklich durch Zufall? Wirklich durch Zufall sind wir 4-mal aneinander vorbeigelaufen und erst beim 4. Mal hat er mich angesprochen. Aber da hat ja Schicksal aber nur wirklich die Hände im Spiel, ne? Wenn ihr 4-mal euch begegnet seid, da wurde von oben aber gesagt, nun sprecht euch da endlich mal an. Ja, ganz genau. Ich denke mal, so etwas war das auch. Und nach dem 4. Mal hat es dann auch wirklich nicht mehr ausgehalten und hat mich angesprochen und hat dann auch gleich nach meiner Telefonnummer gefragt. Wir sind dann auch in telefonischem Kontakt gekommen. Warum hast du ihn nicht angesprochen früher? Ich habe mich nicht getraut. Ich habe 2 Kinder und ich, wie gesagt, als Mutter mit 2 Kindern, man ist nicht so offen, man geht nicht raus. Aber du warst zu der Zeit solo? Ja, war ich. Und er auch? Und er auch, ja. Genau. Wie lange liegt das zurück? Das sind jetzt etwa fast 2 Jahre. Ja, fast 2 Jahre. Fast 2 Jahre und wir sind seit dem Tag auch glücklich. Nur das ganz Verrückte an der Sache war, sein Arbeitskollege war dabei und der ist Literaturstudent und der hat die ganze Sache mitbekommen und auch dieses Gefühl, was da zwischen uns gewesen ist und diese Emotionen und dieses Licht und der hat dazu ein Gedicht geschrieben und das wird mein Freund hier ganz gern mal vortragen. Ach, der Freund ist auch da. Ja, das muss ich aber nochmal fragen mit dem Licht. Ich dachte, das wäre einfach so eine nette Umschreibung von dir gewesen. War der wirklich besonderes Licht? Da war wirklich irgendein besonderes Licht. Und das war kein Licht der Imbisskette? Nein. Es war so habe ich es gerade verstanden. Nein, es war wie als wenn ein du kennst diese grauen, verregneten Tage, Domian, ja. Und auf einmal reißt der Himmel auf und es scheint auf diese Imbisskette. Wie im Roman. Es ist wirklich wie in der Geschichte. Also es war Liebe auf den ersten Blick, ne? Es war Liebe auf den ersten Blick. Sowas gibt's also? Das gibt es Gott sei Dank immer noch. So, jetzt das Gedicht. Ja, mein Freund. So, der Freund. Wie heißt denn der Freund? Sebastian ist das. Sebastian. Ja, ich gebe ihn dir mal. Gerne. Ja, hallo Domian. Hallo Sebastian, das ist ja eine schöne Geschichte, die ich da gerade gehört habe. Ja, das ist also, wie gesagt, man verliebt sich ja wohl öfters mal im Leben, aber dann, wie gesagt, wenn es mal so richtig passiert, dann kann man irgendwie mit den Gefühlen gar nichts mehr anfangen. Aber wie im Bilderbuch, ne? Hat sie es gerade beschrieben, die Jennifer. Ja, aber erstaunlicherweise ist es auf beiden Seiten so gewesen. Hast du denn auch dieses gewisse Licht gesehen? Total, absolut, ja. Am Anfang habe ich gar nicht die Traute gehabt, sie deswegen überhaupt anzusprechen, ob es bei ihr genauso gewesen ist. Weil ich habe mich, wie gesagt, gefühlt wie so ein kleiner Junge. Ne? Ja. Es wurde auf einmal taghell, als ob dich, wie gesagt, jemand mit einer Taschenlampe anleuchtet und drumherum du ver... Wahrscheinlich wart ihr einfach so rollig aufeinander, dass das Gehirn verrückt gespielt hat und das Gehirn hat euch ein helles Licht vorgegaukelt. Ja, obwohl, sag ich mal, das haben wir erstmal noch zurückgehalten. Also wir waren vielleicht schon scharf aufeinander, aber das haben wir erstmal zurückgehalten. Erstmal was wichtiger, sich kennenzulernen. So, jetzt gibt es einen Freund, der ist Literaturstudent. Ganz genau. Das heißt Jennifer, und der hat jetzt über diese schöne Begegnung ein Gedicht geschrieben. Genau, ja. Ich hoffe, das ist nicht zu lang. Nee, das sind, wie viel sind das hier? 6 Zeilen ungefähr. Dann wollen wir das gerne hören, das Gedicht. Ah, okay, super, dann fange ich mal an. Ja. Also, leises Flüstern und alles, was vom Tag noch übrig blieb, ein Klipper ist.
Nochmal, da war eine Störung. Fang nochmal von vorne an. Da war eine Störung in der Leitung. Okay, dann nochmal von ganz von vorne. Leise flüstern und alles, was vom Tag noch übrig blieb, ein Klangrest. Nachhall von gesummten Worten, also Tagesrest und ich, stand an der Ecke, während du eine neue Sprache lerntest unterm Neonlicht. Und auch nicht laut. Nur der Lärm der Straßenbahn, die anderen Fremdwörter und umso lauter. Ja, also, wer hat denn schon ein Gedicht geschrieben bekommen über seinen Kennenlernen? Ihr. Stark, ne? Ist doch super. Also, das ist, ja. Wenn ihr mal ganz alte Leute seid, dann könnte, sagen, ne? Da kann man sich schmunzeln in seinen Lehnstuhl zurücklegen. So den Enkeln und Urenkeln das könnte er dann sagen, so fing es damals an. So fing es an, ne? Bei McDonald's oder wo auch immer. Zum Beispiel, ja, zum genau. Beispiel. Und es gibt auf jeden Fall noch ehrliche Zuneigung und wahre Liebe. Ja. Ne? Also, sehr nett, sehr nett. Sebastian, du grüßt Jennifer herzlich. Werde ich und machen, ich wünsche euch viel Glück und alles Liebe auf Erden überhaupt. Klasse, danke dir. Tschüss. Wir noch zwei Autogrammkarten von dir haben. Ja, okay, du legst bitte auf und wir rufen zurück wegen der Anschrift. Danke dir, Domi. Tschüss. Ciao. Und herzlich willkommen, sage ich jetzt, zu Renate. Und Renate ist 82 Jahre alt. Guten Morgen, Renate. Jawohl, Domian, ich bin's. Hallihallo. Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich durchgekommen bin. Ja, ich freue mich auch. Ich habe auch eine Geschichte, die mich sehr, sehr beeindruckt, immer noch, trotzdem sie 6 Jahre her ist. Ja, erzähl also, mal. Ich war mit meinem Lebenspartner auf Mallorca und wir waren in einem Ort Canyamel und im Hotel morgens sprachen uns zwei junge Frauen an, ob wir Lust hätten, mit ihnen einen Spaziergang zu machen. Mhm. Und all die, weil wir nicht sehr abenteuerlustig sind, haben wir uns reingehangen und man ging die lange, sonnige, unglaublich staubige Straße entlang. Es war unglaublich warm. Mhm. Und dann sind wir einen Berg hochgegangen. Also links die kleinen weißen Häuser, rechts die kleinen weißen Häuser. Mhm. Und dann sehr schöne, ja, die Hibiskusblüten. Es war ganz romantisch. Mhm. Und dann sind wir auf dem Berg angekommen. Ja. Und dann konnte man Treppen runtergehen. Ja. Nicht zum Strand, sondern zu einer Felszunge, weißt du, die so ins Meer ist. Ja, als wenn da konnten, wahrscheinlich war das gedacht, ich weiß es nicht, es sah so aus, als wenn da mal Schiffe anlegen konnten. Mhm. Es war eine Brandung rechts und links irrsinnig hoch. Ja. Und vorne auf der Spitze saß ein alter Mann, so auf so einem Klappstuhl mit Strohhut, der angelte. Mhm. Und wahrscheinlich in dieser wahnsinnigen Brandung mit so einer Angelschnur. Und das war ein bisschen romantisch und märchenhaft. Mhm. Ein schönes Bild sicherlich. Ja, es war schön. Ja. Es war wirklich schön. Ja. Wir gingen die Treppe runter und landeten dann auf dieser Landzunge. Die beiden jungen Frauen und mein Partner und ich, wir waren alleine. Mhm. Und wir setzten uns auf große Steine und schauten nun auf die Brandung und sahen uns das an. Mhm. Und dann war da eine ganz einfache Frau, die ging immer eine kleine Treppe runter zum Meer. Die Wellen schlugen ihr über den Rock. Mhm. Sie hielt sich an einem Geländer fest. Mhm. Und wusch da immer was. Und dann ging sie wieder weg und dann kam sie wieder. Das war so ganz dicht 2 Schritte von uns. Mhm. Und da sprach die eine junge Frau die an, Spanisch. Mhm. Und die plauderten und dann habe ich gesagt, was sprecht ihr? Du sprichst doch fantastisch Spanisch. Ja, sagt sie, mein Mann war Spanier und die Frau erzählt, sie hätte hier eine Finca in der Nähe und dann sprechen wir nur von dir. Ich sage, wie ihr sprecht. Ach nein, ich habe nicht gesagt, wie ihr sprecht, nur für mich. Ich habe gesagt, ach, weil ich dachte, na, die erzählt dir was. Mhm, die sprachen und erzählten und immer wieder sagt sie, die Frau spricht nur von dir. Ach. Sie hat gesagt, Domian, jetzt kriege ich Gänsehaut und vielleicht fange ich auch gleich an zu heulen. Die hat gesagt, du bist ein Engel. Und da habe ich, es war mir so peinlich. Ich hatte so weiße Schuhe an, eine weite weiße Hose und ein kleines weißes Hütchen auf meinen kurzen Haaren. Die Frau konnte mich gar nicht sehen, denn ich saß und sie stand vor uns. Sie konnte eigentlich immer nur auf meinen Kopf sehen. Aber die hatte dich vorher schon beobachtet? Nein, überhaupt nicht. Wir saßen da und die ging an uns vorbei. Mhm. Nur weil diese Frau sie ansprach, die junge Frau. Mhm. Also die stand, wir saßen wie die Orgelpfeifen nebeneinander und die Frau stand vor uns, hielt ihren Rock so ein bisschen den nassen und diese junge Frau, es waren übrigens zwei nette lesbische Frauen, mit denen waren wir nachher öfter noch zusammen. Ja. Und die plauderte da in ihrem Spanisch und sagte, die Frau spricht immer nur von dir. Also diese Frau, ich sage es jetzt nochmal, damit ich es dann auch richtig nochmal bestätigt will. Diese Frau, die da gewaschen hat, die hat über dich gesagt, du bist ein Engel. Ja, du mir. Ja gut. Also, aber ist doch toll.
Was für ein Kompliment. Ja, dann will ich dir sagen. Bist du denn ein Engel? Domian, frag mich sowas nicht. Als wir auf der Flucht waren von Ostpreußen, ja. Darum hat mich das auch so berührt, ja. Bin ich dann immer, während der Flucht hielt man ja auf den Bahnhöfen an. Mhm. Und dann bin ich immer in die Lazarettzüge gegangen. Mhm. Und dann haben die Verwundeten nach meiner Hand gegriffen und ich war so 18, 19, mhm. Sagten immer, du bist sicher ein Engel. Und dann haben sie mir meine Hand genommen und ich musste sie streicheln und so, weißt du. Ist denn diese Frau, die das von dir gesagt hat, die da gewaschen hat am Meer, ist die noch zu dir hingekommen? Ja, ich erzähl's dir jetzt weiter. Ja, bitte. Also, die sagte dann, die ist ein Engel und dann sagte ich, lass uns gehen. Mhm. Und die sagten, ja, jetzt gehen wir. Die haben ja lange da gesessen und gesprochen. Mhm. Sag ich, lass uns gehen. Mir war das unangenehm. Mhm. Und dann standen die zwei Frauen auf und sagten zu ihr Spanisch auf Wiedersehen. Mhm. Und sie gingen im Gänsemarsch wieder los. Mhm. Mein Bekannter ging als Dritter hinterher und sagte auch auf Wiedersehen. Und ich tippelte hinterher und guckte immer zu Boden. Mhm. Und dann murmelte zu Boden guckend, ciao. Ich sagte nur so, ciao, mhm. Und ging dann, und die gingen schon wieder die Treppe hoch, mhm. Und erst die beiden Mädels, dann meiner, mhm. Und dann ging ich auch dahin, und ich drehe mich zurück, da guckt diese Frau mich an, Domian, mit einem Blick, und das sagte ich zu meinem Bekannten, die Frau guckt mich an, alle standen auf der Treppe und guckten, da läuft die Frau auf mich zu und ich wie von einem Magnet angezogen auf die Frau. Die Frau küsst meine Hände und wir küssen uns und die Tränen um unserem Gesicht, Domian, ja, unglaublich. Die mischen sich, ja, und die Frau hielt mich und fest und in den Schultern, die hat sich so festgekrallt, mhm. Und zeigte immer auf ihre Brust und auf meine Brust, auf das Herz und sagte, das ist das einzige Wort, das ich von der Frau gehört habe, Speziale. Vielleicht meinte sie ein spezielles Gefühl. Mm, vielleicht, ja. Ich habe jetzt hier Gänsehaut, wenn ich sitze, weil ich denke, das ist, und all die drei sagten, wenn wir das nicht gesehen hätten, würden wir sagen, du erzählst uns aber ein Märchen. Ging denn die Sache? Wir standen wirklich 10 Minuten, 12 Minuten aneinander, unsere Tränen vermischten sich und ich habe immer nur nachher gedacht, also wir sind dann nach Hause, ich bin ins Bett und habe geschlafen, bin gar nicht mehr aufgestanden. Und die Frau hast du gar nicht mehr gesehen später? Die Frau habe ich nie mehr gesehen. Die Frau hatte zu dieser anderen gesagt, wir haben hier eine Finca in der Nähe, das ist 10 Kilometer weg, das war also ihr Mann, mhm. Der Fischer da oben, und wir kommen hier jeden Sonntag hin. Mhm. Es war ein Sonntag. Mhm. Und da haben alle gesagt, geh doch mal hin. Das habe ich nicht. Das habe ich nicht getan. Sowas wiederholt sich nicht. Nee, vielleicht soll man das auch gar nicht fordern, herausfordern. Nein, und ich frage mich jetzt, ich habe ja so viele schöne Geschichten von Schutzengeln und Geistern, die da wahrscheinlich auch in deinem Raum sind und zuhören. Habe ich gehört, ich habe keine Erklärung dafür. Nee. Ich denke mir, vielleicht hat diese Frau an ihre Tochter gedacht, die irgendwie verstorben ist. Nur so kann ich mir denken, warum springt die mir um den Hals? So engel-like, ich habe zwar blonde Haare, aber bin Engel, sehe ich nicht aus, ich glaube es nicht. Ja, das wäre eine sehr profane Erklärung. Aber vielleicht gibt es ja wirklich irgendwie so Anziehungen zwischen Menschen, die wir einfach nicht erklären können. Die müssen ja vielleicht gar nicht was Übernatürliches haben, sondern etwas, was wir einfach noch nicht begriffen haben. Und da sind so zwei. Aber weißt du, das war so eine ganz einfache Frau. Ihr Rock war ganz nass, mhm. Ihre grauen Haare waren ganz gezuselt. Und ich stand damit wie in meinem weißen Dress etwas, ja, also. Aber, Renate, wenn du jetzt sagst, du hast gerade gesagt, ich muss fast anfangen zu weinen, wenn ich das erzähle. Was hat denn dieses mit dir angestellt, diese Begegnung? Ja, ich muss dir ernst sagen, damals hatte ich große Probleme. Ich hatte seelisch große Probleme. Und dann habe ich gedacht, das fantasiere ich aber jetzt, als wenn meine Mutter, die längst verstorben war, kam und sagte, hab keine Angst, es wird alles gut. Es ist nicht viel besser geworden bei mir. Aber ich hatte so etwas Tröstendes. Mhm. Und weil ich in meinem Leben, und jetzt, ich will das nicht aufzählen und dieses Gespräch nun mich da so interessant, ich habe es mir mal aufgeschrieben, 9 Leute haben in meinem Leben schon zu mir gesagt, du bist ein Engel. Und das ist mir, aber... Ich würde sagen, das sollte man ganz einfach so stehen lassen. Ja, tue ich auch, Domian. Ich spreche darüber, ich will das auch nicht. Ich habe es nur aufgeschrieben. Mhm. Weißt du, in meinem Alter jetzt habe ich oft so ganz andere Gedanken, wie ich sie bis vor ein paar Jahren noch hatte.
Und dann denke ich immer, ich habe zum Beispiel in Seniorenheimen, ich war Sängerin, ich habe dir auch mal eine sehr schöne CD geschickt. Du bist das? Ja. Ich weiß. Ich bin das, Domian. Und da wenn ich in den Altenheimen sang, dann kamen die Alten im Rollstuhl auf mich zu und sagten, sie sind ein Engel. Liebe Renate, ich finde es eine ganz irre Sache, die du da erzählt hast. Und vielleicht hat es wirklich was Tröstendes und was Gutes für dich. Ja. Nehmen wir es einfach so. Ja. Ich freue mich, dass du angerufen hast. Das war dich gesprochen zu haben. Tolle Geschichte und toll erzählt. Domian, mach's gut. Alles Gute. Tschüss. Guck heute unter deinem Bett, vielleicht liegt da der Engel. Mach ich. Tschüss. So, ihr Lieben, mit dem machen wir weiter, mit Peter. Peter ist 35. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Peter. Unvergessliche Begegnung. Ja, also ist schon länger her. Mhm. Wo man sagen, noch zu den Zeiten des Anfangs des Internets, wo man auch im Chat noch reale Leute hatte, weil jeder noch nicht, also wo man sagen, nicht jeder Depp Internet hatte. Mhm. Und so, da habe ich ein Mädel kennengelernt, die war damals 22. Mhm. Und die war in einer Beziehung, ich war damals gerade kurz vor meiner Scheidung. Und man hat sich nett unterhalten, dann kam man auch mal zum Thema Sex und es schweift immer weiter aus. Wir hatten dann zusammen auch Cybersex, dann haben wir später miteinander telefoniert, wir hatten auch Telefonsex. Was ist Cybersex? Über den Chat halt. Also man tippt dann schweinische Sachen da rein und macht sich gegenseitig heiß, indem man die Sachen da reintippt. Genau. Ja. Okay. Und dann es stand nie eigentlich zur Debatte, mal sich zu treffen oder so richtig. Mhm. Und dann irgendwann sagte sie halt, sie wohnte da noch allein, wollte dann aber mit ihrem Freund zusammenziehen, obwohl sie da halt der Sex ihr dort doch ein bisschen zu kuschelig war. Mhm. Daher hat sie auch Cybersex mit ihr gemacht? Ja, das kann, ja. Weil es mit ihr ein bisschen härter zuging? Ja, es war so, ich hab mich darauf eingestellt. Also ich bin eigentlich nicht so, ich bin da nicht so ganz der Typ, also fürs richtig hart eigentlich. Mhm. Na gut. Ja, gut. Und auf jeden Fall hatte man halt eine Wellenlänge so ein bisschen gefunden, beziehungsweise, also es hat uns beiden Spaß gemacht. Und irgendwann kam es halt dazu, dass sie halt anrief und eigentlich sagte, okay, wir können uns nicht mehr hören. Sie zieht demnächst mit ihrem Freund zusammen. Mhm. Gut. Okay. Das heißt hören? Ihr habt auch telefoniert? Wir haben telefoniert. Mhm. Wir hatten auch Telefonsex, also zusammen regelmäßig dann eine Zeit lang. Mhm. Ja, und gut. Dann war Schluss, war der Kontakt erstmal weg. Dachte ich, der Kontakt sei damit abgebrochen. Auf einmal rief sie an und sagte, ach, sie würde mich doch gern treffen. Mhm. Und sie zieht die nächste Woche mit ihrem Freund zusammen und am Wochenende ist der Freund aber irgendwo weg und sie würde gern in die Stadt kommen, wo ich also wohne, 300 Kilometer entfernt halt. Nochmal die freie Zeit ausnutzen. Ja, genau. Halt. Ja. Und man hatte sich, also es war immer, was besonders war, also man hatte immer einen sehr guten Draht zusammen, aber man kannte sich halt nicht. Okay, wir haben uns abgesprochen, einen Imbiss am Bahnhof, da treffen wir uns, dort trinken wir was, dort sehen wir, ob es halt auch wirklich passt, ob man so einander ist, wie man sich vorstellt. Ja, also ihr hattet noch überhaupt keinen Sichtkontakt vorher gehabt. Wir haben ein Foto ausgetauscht. Ja. Also. Mhm. Ja. So, und dann kam es dann zu dem Treffen. Ja, dann kam es zu diesem Treffen, also es kam ein Mädel aus dem Zug, die im ersten Moment aussah wie vielleicht 16, 17. Mhm. Also, wir hatten auch später, wo wir noch hingegangen sind, haben wurde sie auch noch einen Ausweis noch gefragt. Mhm. Und so, und wir haben was getrunken. Mhm. Und als wir uns nett fanden, haben wir gesagt, okay, sie nimmt jetzt also sowas abgesprochen, falls nicht, nimmt sie den nächsten Zug und fährt wieder zurück. Mhm. Und dann hat sie gesagt, okay, sie bleibt dann halt die Nacht. Und ich hatte mir so einiges ausgedacht, weil ich halt ihre Vorlieben kannte so. Ja. Und dann sind wir erst noch was zu trinken gegangen, dann ist sie kurz auf Toilette verschwunden, hat sich umgezogen, war vorher ganz normal in Jeans, dann war sie halt etwas dekultiert und auch einen langen Rock mit einem Schlitz, also der eigentlich kein Ende hatte, auf beiden Seiten. Also nicht schlecht. Und halterlose Strümpfe, sehr, sehr heiß, ja. Ja. Ja, und haben dann erst halt ganz normal was getrunken. Und sind danach weitergegangen in eine Table Dance Bar, wo es auch als Männer tanzen gab und Frauen und ja. So, und dann hattet ihr eine heiße Nacht miteinander. Ja, es ging dann, dadurch, dass ich kannte eigentlich, also sie hatte sehr, sehr viele Fantasien. Ja. Und dadurch, dass ich sie kannte, im Endeffekt, sie wollte die schon ausleben, aber sie hat irgendwie
jemanden gebraucht, der ihr so den letzten Schubs gibt. Mhm. Das war ich in dieser Nacht halt. Also. Und da ist in dieser Nacht etwas sehr Besonderes passiert. Ja, also wir waren nach diesem Table Dance, sind wir halt noch weitergegangen. Ich habe ihr dann vor einem Imbiss gesagt, sie soll stehen bleiben und ihr Höschen ausziehen, also vorm Schaufenster. Ja, was man so vom Imbiss sagt, ja, okay. Ja, gut, ja, natürlich, ja. Ja, das war halt... Was war das Besondere, was passiert ist? Dass wir danach sind wir ins Pornokino gegangen, zusammen. Ja. Ja, und sie hat sich dort ausgezogen. Im Pornokino? Ja, im Pornokino, ja. Es waren noch 5 oder 6 andere Männer anwesend. Sie hat sich ganz nackig gemacht im Pornokino? Sie hat sich ganz nackig gemacht, ja. Und es lief dann darauf hinaus, dass ihr im Pornokino vor den anderen Männern Sex hattet? Es lief darauf hinaus, dass zuerst wir etwas Sex hatten und danach auch andere Männer mit ihr. Ach so. Oh, da war aber eine heiße Orgie in der Nacht. Ja, es war so, wie soll ich sagen, also ich habe es eigentlich dann abgebrochen. Ja. So nach einem Moment, weil es mir einfach zu gefährlich schien. Warum? Die Männer waren einfach zu drängelnd und alles, die haben für sich was geprügelt. Ja. Du hast es abgebrochen? Ich habe abgebrochen. Das hat sie auch später leid getan, also dass wir gegangen sind. Ach, sie ist dann mitgegangen? Ja, sie ist mitgegangen. Ja. Ich habe gesagt, wir gehen und... Und also, wie ging es dann weiter? Dann sind wir noch nach Hause gefahren zu mir und dann hatten wir halt normalen Sex. Normalen Sex? Genau. Hast du diese Frau danach je wieder gesehen? Wir haben nie wieder Kontakt gehabt. Nie wieder? Nie wieder, nein. Wir haben nie wieder Kontakt gehabt. Also ich hatte... ich habe ihre Nummern gelöscht, so wie versprochen. Also es war so abgemacht, wir lassen es nochmal so richtig krachen jetzt an diesem Wochenende. Ja, es war ja eigentlich vorher abgemacht, dass wir uns gar nicht mehr, also vorher genau. War es ja schon abgemacht. Aber das war in der Nacht dann auch schon klar, dass es danach dann nie wieder ein Wiedersehen geben wird? Es war absolut klar. Ja. Das war absolut vor. Also das heißt, da konnte man ganz hemmungslos alles wirklich tun, was man so gerne tun möchte. Die Frau ist dann wahrscheinlich ganz brav in ihre Beziehung gegangen und lebt ein normales Leben vielleicht? Das kann sein. Ich weiß es nicht. Vielleicht war es auch eine Initialzündung für was anderes. Also, vielleicht, ja. Ja, also ich habe... Warst du traurig dann, dass du diese Frau nie wieder gesehen hast, weil du mit ihr dann so ungewöhnliche Sachen gemacht hast? Nein, es war, wie soll ich sagen, es ist ja... es ist einfach ein... Für mich war sie ein guter Freund geworden, aber es war nie eine Frage, dass es eine Beziehung wird. Also gut, das war halt... Okay, keine Beziehung, aber wenn man einmal so ein bisschen Blut geleckt hat, wenn man so ungewöhnliche Sachen macht, ja gut, hätte ja auch die Sehnsucht in dir entstehen können, Mensch, das würde ich gerne nochmal machen, genau so eine abgefahrene Nacht. Ja gut, aber es ist ja immer die Sache, es muss ja auch der Partner wollen halt. Mhm. Also ich war vorher 8 Jahre lang verheiratet, habe sehr früh geheiratet und war in den 8 Jahren treu und bin jetzt auch schon längere Jahre in der Beziehung, bin auch treu, also ich bin nicht, es hat sich halt einfach so durch die Unzufriedenheit ergeben und... Ja. Und du denkst gerne an diese Nacht. Ja gut, ich bin heute, vielleicht auch als Folge dieser Nacht, ich bin heute Swinger mit meiner Freundin. Ach so. Das kann sein, dass es halt vielleicht so eine Initialzündung bei mir war oder so. Ja, ja. Aber es ist halt jetzt nicht... So, was weiß ich, meine Freundin ist halt ein anderer Typ und mag halt andere Sachen. Wie hast du dich von dieser Frau, von der wir gerade gehört haben, dann nach dieser Nacht am anderen Morgen verabschiedet? Habt ihr noch gefrühstückt miteinander? Ja, wir haben morgens noch was gegessen und also ich habe sie zum ersten Zug morgens gefahren und also im Endeffekt die ganze Nacht waren 6 Stunden ungefähr. Ja, und wie hat man sich am Zug verabschiedet? Man hat sich umarmt, einen Guss gegeben und das war's dann. Und das war's? Ja. Und mit welchem Gefühl bist du dann nach Hause gefahren? Ach, Ungläubigkeit, also es irreal, war, ne? Es war irreal. Ja, glaube ich. Also irreal, also was weiß ich, also es war auch, also das erste Mal, dass ich, also mit ihr hatte ich das erste Mal auch mal ein Analsex-Erlebnis und so halt, aber... Mit einem Typ dann auch noch, oder? Nein, mit dir, also. Mit dir? Ja, mit dir, also, aber, ja. Peter! Das ist auch eine unvergessliche Begegnung, ne? Ja, diese. Auf jeden Fall. Das glaube ich. Ja. Danke, dass du angerufen hast. Bitte. Alles Gute. Okay. Tschüss. So, meine Lieben, das war unsere Sendung Unvergessliche Begegnungen. In der Technik war Volker Thake. Ach, morgen. Morgen ist ein bisschen alles anders bei uns. Morgen sind wir nicht im WDR-Fernsehen. Wir sind ausschließlich im Radio bei 1 Live und bei 1 Festival. Dann aber auch morgen wieder mit einer freien und offenen Themenrunde. Nächste Woche, in der Nacht von Montag auf Dienstag, dann wieder überall, auch wieder mit einer freien Themenrunde. Und nächste Woche, das ist unsere letzte Woche übrigens vor der Sommerpause.
So, jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht und sag entweder bis morgen oder für die Leute, die morgen nicht gucken können, im WDR-Fernsehen, dann bis zur Nacht, Montag auf Dienstag. Alles Gute, mach's gut, tschüss.